Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Super Mario... Nee, stopp, das kann nicht besser. Willkommen zurück zu Super Mario Sunshine! Oh yeah! Beim letzten Mal haben wir die... Das wollte ich schon sagen, die Hafenwelt betreten. Das ist ja falsch. Wir wollten ja... Also ich wollte ja eine andere Welt betreten, und zwar hier den Strand. Und da haben wir die... ersten vier Welten geschafft. Tut mir leid, Toad, dass ich dich schon wieder belästigt habe. Genau, wir haben die ersten vier Welten geschafft. Ja, es ist wieder sehr spät. Aber ich möchte weiterspielen. Wir haben nicht mal die ersten vier geschafft. Stimmt, wir haben nur die ersten drei gemacht. Naja, umso mehr für diesen Part. Kapitel 4, die Geburt des Sandvogels. Und ich kann euch jetzt schon versichern, dieses Kapitel hat meine Kindheit geprägt. Auf so viele Arten. Okay, eigentlich nur auf eine Art, dass es schwer ist. Okay, ich war klein. Ich war ein kleiner Pimp. Und ich wusste nicht, wie man weitermacht. Gott sei Dank war das Pony noch zu meiner Stelle. Ne, der große Bruder muss halt ran, wenn der Kleine nicht weiterkommt. Der hat das voll drauf gehabt. Der kannte sich da aus. Der ist ein richtiger Pro. Der hatte wohl noch Super Mario 64 Skills übrig. Die hatte ich damals nicht. Und der hat das dann gemacht. Aber mittlerweile kann ich das natürlich auch. Also, let's go! Oh nein, nicht du. Ich hasse dich. Alles klar, der legendäre Sandvogel. Ich glaube, jeder weiß, was wir hier tun müssen. Wir müssen 8 rote Münzen sammeln. Und bis jetzt ist das ja auch noch ziemlich leicht. Gut, da wären noch blaue Münzen, aber auf die habe ich keine Lust. Ja. 8 rote Münzen ist doch... Na komm, die holen wir uns aber. Nee, ich traue mich nicht. Traue ich mich? Ich traue mich. Ich habe Scheiße gebaut. Ich bring mich um. Geiler Sprung, Mario. Also, wo war ich? Ja. 8 rote Münzen. Zum dritten Mal. Erwähne ich das bereits. Also, es sieht ja auch wirklich leicht aus. Aber wer vielleicht bereits aufgepasst hat... Komm, diesmal holen wir dich auch. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Doch, doch, das schaffe ich. Ah. Also, es sieht ja vielleicht leicht aus. Aber abgesehen davon, dass es hier rutschig ist... und alles doof ist, aber... LOL. Oh, LOL. Okay. 3 ist doch eine magische Glückszahl. Und vielleicht schaffe ich es auch dieses Mal, meine tolle geschichtliche Erzählung zu Ende zu bringen. Oh. Also, wo war ich? 8 rote Münzen. Ja, ich glaube, das wisst ihr bereits. Ha! Und ja, sieht leicht aus. Wisst ihr auch bereits, wie leicht das aussieht, wenn ich bereits zweimal gestorben bin? Und jetzt können wir weitermachen, wo ich eigentlich war. Ja, das sieht doch so leicht aus, aber... wo zur Hölle ist die letzte? Hier ist sie nicht. Und irgendwann fängt der auch noch an, hier so... Da wäre eine blaue Münze, die will ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut. Dann halt ein vierter Versuch. Ich glaube, mittlerweile haben wir dafür alle blauen Münzen. Das ist doch auch was, oder? Jetzt wisst ihr, wie ihr ganz leicht die blauen Münzen bekommen könnt. Jetzt ist doch schon die ganze Spannung weg. Es gibt hier auf dem Vogel nur 7 rote Münzen. So leicht kann man es auch ausdrücken. Wenn es auch nicht so geil ist wie die letzten 4 Minuten. Oh Mann, 4 Minuten für diese Mission. So, wo war ich? Ja, hier gibt es keine 8. Münze. GGWP. Kill yourself. Nee, Spaß. Natürlich ist die auch irgendwo. Die Frage ist halt nur, wo. Und, ach, diese Wolken, ey. Man muss halt
hier so hässlich stehen bleiben. Ganz schier. Ansonsten, ja, macht man halt den Abgang, wie ich zuvor. Der ist ja lustig aufgebaut, von hinten. Und jetzt dreht er sich wieder. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Denn der Vogel, wenn man aufpasst, der steigt immer höher. Und irgendwann... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee! Oh. Die musste einfach sein. Wenn schon, denn schon. Ja, egal. Ich will darüber. Da ist die letzte. Lol, war das knapp. Ich hätte beinahe einen Abgang gemacht. Oh. Also, ihr müsst auf dem Vogel bleiben. Ihr habt es ja gesehen, wie ich lag. Wie ich es gemacht habe. Ja. Ich glaube, wir haben alle blauen Münzen auch bekommen. Dann wisst ihr auch, wo die ungefähr sind. Und wie ihr sie leicht bekommen könnt, wenn ihr jede Menge One-Ups habt, so wie ich. Ja, komm, machen wir weiter. 6 Minuten hier verschwendet. Oh my God. Oh, wir könnten auch schon ins nächste Level. Hammer geil. Ja, also wer immer schön fleißig alle 8 Level erst macht, der wird früher oder später, bevor er überhaupt 2 oder 3 Level abgeschlossen hat, schon in alle Level können. Level. Aber wir wollen halt... Ich könnte auch immer hin und her springen, aber machen wir halt eine Welt für sich komplett und dann machen wir die nächste. Obwohl das eine Lüge wäre, ich habe die gelben Münzen ausgelassen. Aber das weiß ja keiner von euch. Kapitel 5, Palmatons Sandsprint. Ich habe schon eine Idee, wie wir vielleicht mal die gelben Münzen machen. Die 100 gelben pro Welt. Die dauern ja ziemlich lang und sind langweilig. Vielleicht, wenn wir mal wieder einen Bavarian Hellfire Podcast aufnehmen, dann könnte ich doch zuvor diese gelben Münzen aufnehmen und das dann als Hintergrund-Gameplay laufen lassen. Leute, ihr seid die Ersten, die von dieser Idee erfahren haben. Das habe ich den anderen noch gar nicht erzählt. Ihr seid halt alle was Besonderes, habe ich alle lieb. So, jetzt aber zu dir. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Warum sollte ich das tun? Tja, das weiß ich leider nicht, aber ein Rennen ist ja nun mal ein Rennen. Also, ein Rennen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig, los! Hey, stopp, das war unfair. Ich war noch nicht bereit. So, da der Typ keine Wasserpistole hat, nehme ich auch keine her. Ich werde dich auch so fertig machen. Mit meinem fetten, speckgefüllten Körper. Mario, jetzt enttäusch mich bitte nicht. Mario. Bitte. Okay. Jetzt skille Mario. Oh ja, geil. Ha. Ich brauche den Dreckweg nicht. Ich will die ganze Zeit Schreckweg sagen, aber das ist ja der Staubsauger aus Luigi's Mansion. Immer wenn ich so stottere bei Dreckweg, so wie jetzt gerade schon wieder, dann möchte ich eigentlich immer Schreckweg sagen. Ha. Schnauf. Wie? Du bist nicht schlecht. Und auch nicht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und Tschüssikowski! Vielen Dank dafür, wer auch immer du bist. Vielleicht erfahren wir das ja auch eines Tages. Du. Ah. Let's go on. Wir sind bei 9 Minuten. Schaffen wir die letzten 3 Level noch? Vielleicht. Wenn ich schnell bin. Rote Münzen im Korallenriff. Oh. Das hängt jetzt davon ab, wie ich mich hier anstelle. Die letzten beiden Level gehen nämlich recht flink. Aber hier bin ich mir nicht sicher. Ach, das schaffe ich schon irgendwie. Hey, hallo, du weißt doch, wo das Korallenriff ist, nicht wahr?
Dort funkelt irgendetwas. Ich bin mir sicher. Der Glanz in deinen Augen. Ich kenne ihn. Schnapp sie dir alle. Gotta catch 'em all, Pokémon. Du Badrasaf, Mauzi, Onyx, Kleinstein, Galoppa. Mach dir Tondrelaxo. Ich glaube, soweit war das richtig. Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich war das gerade voll die falsche Reihenfolge des Pokémon-Raps aus der ersten Staffel. Der ist doch wirklich geil. Vielleicht verlinke ich den in der Beschreibung. Der ist einfach geil. Und ich will mir auch gar keinen Poké-Rap vorstellen mit allen... Wie viele Pokémon gibt es im Moment? Ich habe schon zu zählen aufgehört. Generation 1 waren ja 151. Generation 2 dann 255 oder 252. Ich glaube 55. Generation 3 dann 386. Generation 4 493. Und ab dann weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur noch, der letzte Stand war in der siebten Generation 721. Mit den drei Pokémon, die erst später dazugekommen sind. Ja. Ich habe zu zählen aufgehört. Wäre auch mal ein interessantes Thema. Pokémon. Wie viele noch? Aber ich glaube, das heben wir uns für ein andermal auf. Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für den Bavarian Hellfire Podcast. Oder so ein Nebenthema. Fände ich auf jeden Fall cool, darüber mal zu sprechen. Vielleicht verlinke ich den dann auch in der Beschreibung, wenn es den dann in 3 Jahren gibt. Ach ja. Hinten ist eine blaue Münze, aber für die bin ich jetzt im Moment zu faul. Und ich betrüge hier gerade ein bisschen, indem ich nicht im Korallenriff schwimme, sondern darüber. Aber egal. Ich suche die roten Münzen. Ich finde keine mehr. Vielleicht sollte ich da mal reingehen. Okay, erstmal eine verwackte Ansicht. Schön durch die Wände durchschauen. Mario, kommst du da durch? Ja. Aber jetzt bin ich ja draußen. Ja, da geht die Videozeit wieder flöten. Ich sehe es. Ich sehe es. Ah, da ist eine. Fehlt ja nur noch eine. Na toll, das ist jetzt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oder wohl eher die Suche nach der roten Münze im Korallenriff. Lustig sind wir wieder. Jetzt haben wir es ja geschafft, wenn der... Boah, hau ab. Hau. Hallo, hau ab. Hau ab. Hau ab, lass mich. Ist das überhaupt ein Cheep Cheep? Das ist auf jeden Fall ein hässlicher Fisch. Hau ab. Der bewacht hier die rote Münze. Ugh. Hat ein bisschen länger gedauert als normal, aber ja, war auch lustig. Her damit! So, 2 Level noch. Und das nächste Level. 2 Level. Warum sage ich immer Level in dieser Folge? 2 Kapitel. Und das nächste Kapitel ist wieder ein 7. Kapitel. Kapitel 7. Mario Morgana, ihm nach. So, die von euch, die jetzt ein... Die von euch, die jetzt kleine Detektive sind, die wissen, oder denen wird auffallen, dass wir schon wieder Kapitel 7 haben und schon wieder Mario Morgana auftaucht. Ist da etwa ein Zusammenhang in allen Welten? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß nur, dass der aufs Maul will. Und dass er letztes Mal richtig schnell kassiert hat. Ich hoffe, wir schaffen das wieder. Komm her, du! Nein! Bleib stehen! Ich muss den Abstand erstmal verringern. So, jetzt gibt's aufs Maul. Bam, 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 bam. Spüre das Wasser der Reinigung. Das göttliche Wasser, das dich erlösen wird. Oder in die Hölle schicken wird. Ja, hier kannst du dich entkommen. Oh ja, stirb. Au! Hey, wie kann der mir eigentlich Schaden machen? Der hat doch gar nichts. Oder hat er da irgendwo ein Messer versteckt? Jetzt! Au! Das war schlecht. Er hat definitiv die besseren Super Mario 64 Skills als ich. Au! Ja, gut, wenn man
immer betrunken an die Wand springt, dann hat man natürlich keine Skills. Jetzt habe ich dich aber. Hier kannst du nicht entkommen. Hier gibt's kein Entrinnen. Lol? Wo kommt denn jetzt die auf einmal her? Mario, hast du etwa einen grünen Daumen? Jetzt, komm, der frisst aber auch einiges mehr als im letzten Part. Im letzten Part? Im vorletzten Part. Ich meine beim letzten Mal. Oh Mann, es ist 2.34 Uhr. Lass mich in Ruhe. Voll niedergestampft. Ah, verschwinde mit deinem fetten Wanz. Beleidige Mario nicht. Mario ist nicht fett, er hat nur dicke Knochen. Das letzte Kapitel steht uns bevor. Nichts mehr los. Kapitel 8. Das Wassermelonenfestival. Oh yeah, alle am Dancen. Oh yeah, Party Time. Und da sind schon ein paar Besucher mit ihren Wassermelonen. Was ist hier los? Das Wassermelonenfestival ist eröffnet. Warum muss ich hier stehen? Ich hätte lieber einen Cocktail. Oh, Entschuldigung. Ja, einen Cocktail. Den hätte ich jetzt nicht lieber. Ich hätte jetzt lieber eine Wassermelone, um an diesem Festival teilzunehmen. Dieser Sonnenbrillengei. Lol. Durchgeglitscht, geil. So, was müssen wir in diesem Kapitel tun? Wir müssen hier eine dieser zufällig erschienenen Wassermelonen stehlen. Dadurch erhält man dann nämlich eine Shine Sprite. Die Frage ist nur, welche Wassermelone ist die größte Wassermelone? Fail. Und es gibt drei Wassermelonen. Und ratet mal, welche von denen die größte ist. Natürlich die, die am schwersten zum Ziel zu befördern ist. Beförderbar ist. Und zwar diese hier. Und es gibt hier einen kleinen Trick, wie wir die von hier bis nach da unten bekommen. Und zwar Fullspeed. Okay, das war nicht das, was ich erreichen wollte. Ich wollte sie eigentlich nur da runterschubsen, dass die da von selbst lang geht. Oh Gott. By the way, lol. Wo geht denn die hin? Oh, das war aber gar nicht so schlecht, denn da ist sie ziemlich safe in der Wand. Ich habe Angst. Ein Problem gibt es noch, und zwar hier diese Enten, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Die schalten wir kurz mal aus, dass sie ein bisschen liegen bleiben, damit wir hier unsere Ruhe haben. Auch du, mein Sohn Brutus. Das sollte... Ja, das reicht. Logger. Die Frage ist nur, ob ich die hier auch rausbekomme, ohne dass die zerplatzt. Ja, bekomme ich. Gut. Hier lang. Hier lang. Oh nein. Hau ab. Du stehst ja wieder. Runter mit dir. Scheint, ich müsste mich beeilen. Nichts wie los. Schnell, 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 schnell. Ich traue dem Braten nicht. Verschwinde. Sicherheit geht vor. Ich will da nicht nochmal hoch. So. Wow. Ja, was willst du? Stehe nicht so rum. Dumme Pute. Schwert sich hier voll. Was macht er mit der Melone? Habt ihr gerade gesehen, wie die Beine da runtergeglitscht wäre? Ich hätte mich so aufgeregt. Mario? Mario. Versau's nicht. Okay, geschafft. Wow, das ist eine Megamelone, wie ich noch keine sah. Da muss ich nicht den Schiedsrichter bemühen. Du siegst. Jetzt gibt's tollen Melonencocktail. Mmh, lecker Melone. Wassermelonen sind geil. Gibt's eigentlich Leute, die keine Wassermelone mögen? Ich
kenne gerade keine. Und ich denke mir, wer mag bitte keine Wassermelone? Ich meine, okay, ich mag auch manche Sachen nicht. Ich sag nur Pilze und fettiges Fleisch. Andere werden da richtig geil drauf. Ich nicht, also ich meine ja nur. Was haben die hier eigentlich zu sagen? Das Wassermelonenfestival ist bald vorbei. Beeilung, schnell. Viel Glück und olé, olé. Ja, ich hab doch schon gewonnen. Rolle deine Wassermelone über den Pier zum Cocktailstand. Ja, habe ich doch schon getan und du hast dich voll aufgeregt. Bam! Ha! Du Loser! Was willst du mit der Mini-Melone? Meine Wassermelone ist die größte bis jetzt, denke ich. Was? Ich habe schon verloren? Ach, verdammt. Oh, wie sieht's aus? Meine ist die größte, oder? Stimmt doch. Ich habe den Sieg so gut wie in der Tasche. Haha. Nein, ich habe schon gewonnen. Der Typ, der hat mich zum Wetten gedrängt und ich habe verloren. Dann haben wir, naja, schmutzige Dinge getan. Er wollte meine Wassermelonen. Tut mir leid, Leute. Ich musste diesen Joke einfach bringen. Es geht hier um Melonen und... Tut mir leid. Ich bin halt doch noch ein kleiner pubertärer Junge. Vergebt mir. Ich will meine Shine-Sprite. Yeah! Mario, du stehst da nicht gesund. Aber mir soll es ja egal sein, wenn es dir da Liebe ist. So. Mario hat bekommen, was er will. Und ich will jetzt eine Mütze Schlaf. Und deswegen bedanke ich mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt bei Let's Play Super Mario Sunshine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dann und ciao!